Heißt ja kompetenzorientierte Pflege, warum wir Betreuung und Pflege neu denken müssen. Und ich bin dankbar für das für den Vortrag von Ihnen, Frau Rottenhofer, weil Sie haben mir in vielen Punkten aus dem Herzen geredet, wenn es um Kompetenz geht. Und ich werde darauf auch Bezug nehmen. Ich werde diesen Vortrag so gestalten mit Ihnen zusammen, dass ich möchte sicherstellen, dass Kompetenz nicht ein Modewort ist, das jetzt überall aufploppt und in ein paar Jahren verschwindet. Als ich in den 90er Jahren Pflegeexpertenausbildung gemacht habe, war das Thema Schlüsselqualifikationen da. Das war so, und alle haben davon gesprochen. Es ist sang- und klanglos untergegangen, im Nirvana der Ausdrucksversuche, was wir da tun. Und ich glaube aber, Kompetenz darf nicht untergehen. Und ich werde Ihnen sagen, warum. Weil Kompetenz ist mehr wie ein Versuch, in einem Gesundheitsgesetz die Pflege, die Ausbildung der Pflege zu beschreiben. Es ist eine biologische Notwendigkeit, dass wir uns Kompetenz auseinandersetzen. Und ich werde Ihnen in diesem Vortrag sagen, warum. Genau. Also, Pflege zu definieren und den Kern der Pflege zu definieren, das ist ja nicht einfach. Und ich habe in meiner Pflegeausbildung das immer wieder gemerkt, und insbesondere als ich dann die Ausbildung zum Pflegeexperten gemacht habe, das war in der Zeit, wo man für Pflege so Zusatzideen hineingeholt hat. Oder? Dann hat man gesagt, noch Fußreflexzonenmassage für die Pflege und noch Duftöle und ich weiß nicht was alles. All diese Zusatzgeschichten in Ehren, aber ich habe immer ein ungutes Gefühl gehabt und habe immer wieder die Frage gestellt, aber wenn wir uns über zusätzliche Nebensächlichkeiten definieren und nicht über den Kern der Arbeit, dann hat dieser Beruf doch ein Problem. Also es kann doch nicht sein, wir pflegen und jetzt kommt etwas Hochprofessionelles, ich mache eine Fußreflexzonenmassage und was ist dann das andere? Ich habe diese Frage immer wieder gestellt und das war nicht einfach, weil ich hatte auch keine Antworten. Und die Frage ist also, was ist bei dem, was man sowieso tut, professionell? Und wenn Sie jetzt auf diese Guck schauen, diese Novelle hier, das ist wirklich interessant. Also, meine Vorrednerin hat gesagt, oder, da gibt es verschiedene Kompetenzbereiche, die beschrieben sind. Und das eine ist die pflegerische Kernkompetenz. Das hat so viel Platz, oder? Ist relativ vage beschrieben, also sicher nicht verbindlich. Man weiß am Schluss, wenn man nicht selber pflegt, weiß man nicht, was die tun. Immer noch nicht. Jetzt, wenn wir weiterblättern, dann wird es interessant. Jetzt schauen Sie mal an, was da für eine riesengroße Liste mit Unterpunkten kommt. 21 Punkte bei diesem Kompetenzbereich der medizinisch-diagnostisch-therapeutischen Unterstützung. Das geht weiter, seitenweise hochdetaillierte Beschreibung, was Pflege ist, und im Kern immer noch nichts. Immer noch nichts. Ich weiß nicht, ob wir es heute schaffen, den Kern zu beschreiben, aber ich möchte in Ihnen die Leidenschaft wecken heute, dass wir hier bei diesen pflegerischen Kernkompetenzen, dass wir dort mindestens ausdrücken können, was das ist. Das wäre das Minimum. Und jetzt kommen wir, die nächste Revolution, da sind wir mittendrin. Das ist die kybernetische. Die ist zwar angestoßen worden schon in den 50er Jahren, die hat auch das IT-Geschichte beeinflusst, aber erst jetzt ist die kybernetische Revolution in der Gesellschafts- und Sozialwissenschaften und der Pflege angekommen. Die hat sich vorher auf die technische Entwicklung, laut PowerPoint und so ist das Resultat davon, ob das das Beste ist, der Kybernetik bin ich nicht sicher, aber es ist eines. Und jetzt kommen wir in die Wichtigkeit der kompetenzorientierten Pflege. Und jetzt müssen wir natürlich miteinander überlegen, was ist der Hintergrund davon? Oder?
sollte sich Pflege, und ich bin hundertprozentig überzeugt davon, an der Kompetenzentwicklung der Menschen orientieren. Und jetzt, also nicht nur das Curriculum sollte kompetenzorientiert sein und die Beschreibung der Pflegeaufgaben, sondern die konkrete Pflege sollte sich an Kompetenz orientieren. Und das werden wir jetzt miteinander erarbeiten. Die kybernetische Revolution. Jetzt habe ich da hier irgendwo eine Wand. Genau. Wenn Sie Menschen fragen in Ihrem Umfeld, oder? Viele Leute sagen, die Welt wird immer komplexer, es ist furchtbar. Und manchmal leiden die Leute darunter, diese Veränderung, die wir durchleben. Ich bin überzeugt, die Welt wird nicht komplexer. Das wäre ein bisschen überheblich von uns, bloß wegen ein paar Maschinen wie das iPhone oder so und ein bisschen Internet zu sagen, das Leben wird komplexer. Aber die Komplexität wird sichtbar. Das ist der Unterschied. Und ich zeige Ihnen jetzt kurz auf, was ich damit meine. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg war das Denkparadigma der Wissenschaft, hat man untersucht, das war auch bei den Griechen nicht anders und auch bei den Naturvölkern nicht. Die Menschen haben immer ein ziemlich lineares Denkmuster genommen, um die Welt zu erklären. Und man kann das mit einem Verb benennen und das Verb, also das heißt führt zu. Also A führt zu B. Und B führt zu C und dann habe ich das Resultat. Und wenn ich die Welt so erkläre, habe ich eine stabile Welt. Oder? Dann ist sie voraussagbar, berechenbar und höchstens kompliziert. Und ihr alle kennt das. Oder? Wenn ihr eine Familie habt, ein Kind erzieht oder einen Mann probiert zu erziehen zu Hause oder so etwas, dann... Wenn irgendetwas nicht so läuft, wie man es möchte, und das einer Freundin oder einem Freund erzählt, dann sagen die, ja, du musst nur das machen, dann geht's. Oder? Die ganze Welt ist voll vollzogen, das sind dann die Ratschläge. Oder? Das heißt, man hat ziemlich lineare Erklärungen, wenn das passiert, du musst einfach strenger sein mit deinem Kind, und ich weiß nicht, das ist meistens linear. Und jetzt die Kybernetiker, die haben... Nach dem Zweiten Weltkrieg, die haben sich zusammengetan, weil die hatten plötzlich Angst, weil sie haben beobachtet, das, was sie erfunden haben, zum Beispiel, B führt zu C reagiert. Die haben gedacht, wenn wir die Atome spalten in einer Explosion und das über Japan abwerfen, dann macht es Wuschen, dann ist die Armee weg, oder dort. Aber das war nicht die Armee weg, sondern die Städte. Und dann haben sie nachher die Radioaktivität entdeckt und gemerkt, dass es Krebs erzeugt. Und das hat man erst nachher gemerkt und hat gemerkt, wir machen A führt zu B führt zu C, aber wir wissen nicht, was im Gesamten passiert. Und dann haben die das hier gesagt. Die haben dann gesagt, lass uns ein Muster nehmen, das beschreibt die Welt so. Und zwar zirkulär, A, B, C. Und jetzt... Das Verb heißt nämlich nicht mehr führt zu, sondern das heißt beeinflusst. 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 Und das ist die eigentliche Revolution. Also A beeinflusst B, das heißt nicht führt zu, sondern beeinflusst B. Ich weiß nicht genau, was B tut, wenn es beeinflusst wird. Und B beeinflusst C. Ich kann nur vermuten, was C tun wird durch den Einfluss von B, welches von A beeinflusst wurde, oder? Und jetzt kommt der Hammer und C beeinflusst wieder A. Und wenn ich die Prozesse so anschaue, dann verändert sich auch die Ausgangslage. Und dann weiß ich, wenn ich etwas anstoße, eigentlich nicht, was alles hinterher passiert. Ich weiß nicht, ob mir... Das hat der Gregory Bateson ausgedrückt in diesem Beispiel, wo er gesagt hat, kick mal einen Stein, oder? Und wenn du den Stein kickst,
dann kommt die Energie vom Kick, kommt vom Kick und der Stein fliegt so weit und du kannst ausrechnen, wie weit er fliegt, weil du und die Richtung, die er nimmt und so weiter. Wenn du ein bisschen Physik kannst, kannst du ziemlich genau sagen, was passiert. Und dann hat er gesagt, aber kick mal einen Hund. Weil beim Hund kommt die Energie der Reaktion nicht vom Kick, sondern vom Hund. Oder? Der entweder jault, der rennt davon, bellt, beißt dich, oder rennt davon, kommt zwei, drei Tage später und beißt dich. Du weißt nicht, was passiert. Und wenn wir pflegen, und wenn wir das anschauen, nein, zuerst noch das, oder? Und das, wenn ich das so erkläre, dann wird die Welt instabil, weil ich weiß nicht, was auf der anderen Seite rauskommt. Sie ist nicht berechenbar, sie ist letztlich nicht voraussagbar und sie ist komplex. Sie ist komplex, weil die Ausgangslage selber auch verändert wird. Und da stehen wir. Und Pflegen gehört ganz sicher, ist einfacher zu erklären, wenn wir dieses Modell nehmen wie dieses hier. Obwohl viele Problemziele planen und all diese Sachen, oder? Das, was Frau Rottenhofer gesagt hat, wir planen, machen eine Anamnese am Anfang und dann haben wir das Ziel, oder? Und dann am Schluss, das, was wir tun, hat nichts mit dem Ziel zu tun. Das hat vermutlich damit zu tun, dass wir Pflegediagnose nicht am Anfang machen können und dann drei Wochen darauf lospflegen. Das funktioniert einfach nicht, weil das ist ein Mensch. Das heißt, wenn wir pflegen, kicken wir nicht einen Stein, sondern einen Hund. Im Sinne von, das ist ein Lebewesen, das selber reagiert und unsere Anfangsdiagnose ist nur eine erste Hypothese, die es zu überprüfen gibt. Und quasi unter die Leute bringt, ist ein neuer Ansatz. Und der neue Ansatz heißt folgendermaßen. Erstens, die Qualität der alltäglichen Aktivitäten, also wie ich hier sitze, schreibe, zuhöre, aufstehe, esse, das wie ich meine Bewegung kontrolliere, das ist der allergrößte Einflussfaktor auf meine Gesamtentwicklung und insbesondere auf die Gesundheitsentwicklung. Der größte Einflussfaktor. Wenn wir auf die Entwicklung schauen, was wir gemacht haben in den letzten 50 oder 100 Jahren in unserer Gesellschaft, können wir sagen, wir haben diesen therapeutischen Bereich, den haben wir ausgebaut bis an die Spitze. Es hat nur noch wenig Luft nach oben, bin ich überzeugt. Es hat noch ein bisschen, aber es geht jetzt darum, ob man diesen Herzkatheter mit der nächsten Methode ein bisschen weniger invasiv und so weiter. Und das ist enorm wichtig, dass wir das gemacht haben. In Bezug auf, was bedeutet der Alltag, sind wir wirklich erst in Ansätzen. Auch die Prävention ist nicht lebensnah. Die Prävention ist immer noch da stecken geblieben, du sollst nicht zu viel saufen und nicht zu viel rauchen und so weiter. Das nützt ja nichts. Obwohl es wichtig ist natürlich, dass man weiß, das wusste man vor 50 Jahren noch nicht, dass man weiß, wenn du jetzt zu viel rauchst oder saufst, dann hast du, das hat eine Wirkung über 50 Jahre, das den Leuten zu sagen, ist wichtig. Aber das hält jeder, der gerade jetzt das braucht, meistens nicht, aber es trotzdem zu tun, aber mindestens weiß er es. Aber hier die Qualität der alltäglichen Aktivitäten, das bedingt nicht Therapie, das bedingt Selbstpflege und professionelle Pflege. Das heißt, die ATLs, die Unterstützung der ATLs, das wie wir die Leute unterstützen, das ist heute noch der zentrale Punkt der Pflege. Und jetzt kommt ein Punkt, ich bin überhaupt kein Gegner, nicht, dass Sie mich missverstehen vom Medizinsystem oder von der Therapie und so weiter, aber wenn wir hier alle Energie einsetzen, um hier noch ein bisschen weiterzukommen, bewirken wir wenig. Wenn wir das hier weiterbringen, dieses Verständnis, dann bringen wir diese beiden Aspekte miteinander ins Spiel und um darum geht es. Wenn die beiden Aspekte im Spiel sind, dann werden wir eine spürbare, echte Veränderung haben in der Gesundheitsentwicklung der gesamten Bevölkerung. Da bin ich überzeugt. Auch mit Kinesthetik schauen wir momentan immer nur auf jene, die schon krank da niederliegen. Oder? Das
so, dass etwa 25%, 26% brauchen institutionelle Pflege. Aber interessant für die Volkswirtschaft und für die Lebensqualität der gesamten Gesellschaft sind die anderen 75. Weil wenn wir es schaffen können, dass diese nicht pflegeabhängig werden, dann haben wir einen echten Beitrag geleistet. Und zwar einen echten Beitrag. Das heißt also, es geht, wenn wir hier von kompetenzorientierten Pflege sprechen, überhaupt nicht darum zu sagen, wir müssen einen Gegenpol setzen gegen das oder so etwas, sondern nein, wir müssen einen bisher vernachlässigten, von uns selber, von der Pflege selber noch wenig verstandenen Aspekt beleuchten, weiterentwickeln und so weiter. Und im Kern, aus Kinesthetics-Perspektive, im Kern davon steht Bewegungskompetenz, eine Differenzierung des Wortes Kompetenz. In der Hierarchie der Kompetenz weiterentwickeln, das ist diese Idee, dass Menschen Fortbewegung und andere Kompetenzen viel besser in tieferen Positionen lernen können wie in hohen. Im Therapieansatz, wenn jemand nicht gehen kann, dann macht man Gehtraining. Oder? Und bei Kinesthetics würde ich den Vorschlag machen, dass man mit ihm lernt, im Bett zur Seite zu rollen und selber am Bett dran zu setzen. Und wenn er das kann, ist die Chance, dass er besser gehen kann, relativ groß. Diese Idee ist weit verbreitet, aber wir müssen sie vertiefen, wir müssen noch mehr davon verstehen, wie wir das in den Alltag einbauen können. Also nicht ein Aufstehtraining machen, sondern beim Waschen, Ankleiden, Zähne putzen und so weiter. Dann das Ontogenese-Modell. Ontogenese ist ein anderer Ausdruck dafür, dass wir das Resultat unseres eigenen Tuns sind, oder? Also die Qualität, die Schichten meines Tuns ergeben die Richtung meiner Entwicklung. Und dieses Modell müssen wir genauer beschreiben, dass es auch einen wissenschaftlichen Hintergrund hat. Humanontogenese, das war in der DDR ein großer Forschungszweig von Wessel und anderen. Und dieser Teil bietet eine wunderbare theoretische Basis für diese Idee. Dann in der Pflege, auch in der Pflege, ich bin überzeugt, dass das ATL-Modell neu definiert sein muss. Und zwar in einer ganz neuen Art und Weise. Ich möchte Ihnen das kurz aufzeigen, oder? Der diagnostische Prozess, und meine Vorrednerin hat es auch schon gesagt, oder? Wir müssen systemisch an das Zeugs herangehen können. Wir können jetzt Diagnosen stellen. Er ist inkontinent, er ist verwirrt, er kann nicht ausscheiden und ich weiß nicht was, X. Hä? Und dann, was wir eigentlich immer noch machen, auch wenn wir nicht möchten, ist, wir überlegen uns, was wir hier tun können. Maßnahmen und Ziele und so weiter. Das ist super, das ist schon gut, aber das Problem ist, wir müssen es anders angehen. Wir müssen eigentlich überlegen, wie beeinflussen die sich gegenseitig? Was passiert hier? Und vor allem die Frage stellen, wo ist in Bezug auf die grundlegende Kompetenz der größte Hebel? Wenn die mit dem Sepp Schlucktraining gemacht haben, könnt ihr euch vorstellen, ein Jahr in der Rehabilitation, die haben jeden Tag Schlucktraining gemacht, vermutlich eine Stunde lang. Und das hat eine Wirkung gehabt und konnten ein bisschen besser schlucken, aber als die gelernt haben, mit ihm in die Bauchlage zu gehen und dass er den Brustkorb und den Kopf so stützen konnte und so umher schauen konnte, das hat dazu geführt, dass er plötzlich schlucken kann. Das heißt, das Lernen eines Menschen, wenn wir die Kompetenz als Basis hinlegen, Lernen ist indirekt. Und dieses kompetenzorientierte Lernen, das hat nichts mit Üben zu tun. Das hat damit zu tun, in den ATLs integriert, die Qualität der Bewegung anders zu gestalten. Und das kann man nicht in einer Therapiestunde machen. Das ist ein Auftrag, der den ganzen Tag geht. Und dann könnte man heraus überlegen, bei all diesen Diagnosen, was ist das grundlegende Problem, beziehungsweise das grundlegende Entwicklungspotenzial. Das heißt Entwicklungspotenzial. Dann sind wir in einer anderen Position, dann wird es viel einfacher natürlich, aber es braucht natürlich die Kompetenz, dann diese Wirkungszusammenhänge zu verstehen. Das heißt, es geht auch darum, dass wir die ATLs dann so unterstützen, dass nicht die Pflege zur Behinderung wird,
Oder? Also das Beispiel von vorher, oder? Das Licht, die Pflege, oder die Frage ist eine andere, wer muss sich anpassen? Und bei all diesen Pflegetechniken muss sich immer der Behinderte an die Pflegeperson anpassen. Das ist natürlich unfair, weil die Pflegeperson bekommt Lohn für die Arbeit. Und die Anpassungsleistung macht der bezahlt. Und hier haben die Pflegekraft. Hier werden die Entscheidungen gefällt. Hier. Und zwar tagtäglich in jeder Pflegehandlung. Das heißt, hier muss die Kompetenz liegen, zu entscheiden. Und wenn die Person nicht weiß, wie sie entscheiden kann, dann vielleicht wird sie noch die Kollegin beiziehen und so weiter. Es braucht ein hierarchisch gestütztes, kompetenzorientiertes System, wo die Entscheidung dort fallen kann, wo sie tatsächlich, wo die Informationen auch liegen. Und die Führungsleute müssen hier runtersteigen, müssen sich hier hineintun. Ihre Aufgabe ist nicht, Weisungen herauszugeben und ich weiß nicht was, sondern die Aufgabe ist, Systemgestalter zu sein. Und das Ziel der Systemgestaltung ist, dass die hier entscheiden können und wenn sie nicht entscheiden können, dass sie wissen, wen sie fragen müssen. Das wäre dann kompetenzorientierte Führung. Und das kann man nicht mit Standards und Weisungen, die irgendwie schriftlich sind, machen, sondern das sollte in den Alltag integriert sein. Aber das dauert noch ein bisschen, bis wir so weit sind. So, jetzt muss ich nochmal zurück. Und dann brauchen wir ein neues Qualitätssystem, bin ich überzeugt. Und zwar braucht es ein Qualitätssystem, welches auch hier die Selbstführung abbildet, oder das QM ist das eine. Das brauchen wir, Standards, Q-Systeme, Dokumentation und alles. Das ist für jene Prozesse, die wichtig sind, aber nicht die direkte Interaktion zwischen Menschen betreffen. Und dann brauchen wir auf der anderen Seite, der zweite Teil des Q-Systems ist Selbstführung und das braucht Kompetenz, jetzt sind wir wieder da. Und es braucht Verantwortung. Und zwar Selbstverantwortung. Das heißt, die Bildung muss so sein, dass die Person selber merkt, wenn sie an der Grenze ist und nicht entscheiden kann. Und dann muss sie die Verantwortung zu übernehmen, die nächsten Personen hinzuzuziehen. Das kann man nicht in einem hierarchischen System machen, sondern das kann letztlich nur die Person selbst entscheiden. Weil immer wenn gepflegt wird, ist die Türe zu. Und wenn die Türe zu ist, ist das, was dort passiert, das hat nichts mit allen ISO-zertifizierten Prozessen zu tun, sondern das hat mit der Selbstverantwortung und Kompetenz dieser Person, die dort ist, zu tun. Und da können wir Weisungen schreiben, so viele wir wollen. Wir erreichen den Kern der Pflege, diesen Prozess eben nicht mit anderen Systemen.